B1.0. Die Parabel P mit dem Scheitelpunkt S3,5 hat eine Gleichung der Form y ist gleich minus 0,5x² plus bx plus c mit Grundmenge gleich a Kreuz r und b c Element r. Die Gerade g hat die Gleichung y ist gleich minus 0,25x minus 3 mit g gleich a Kreuz r. Runden Sie folgende auf zwei Stellen nach dem Komma. Gleich schon mal das Wichtige markieren. Wir haben eine Gerade, wir haben einen Scheitelpunkt S und wir haben hier eine Parabelgleichung mit dem Öffnungsfaktor minus 0,5. Und auch wichtig, auf zwei Stellen nach dem Komma runden. B1.1 zeigen Sie rechnerisch, dass die Parabel P die Gleichung y ist gleich minus 0,5x² plus 3x plus 0,5 hat. Zeichnen Sie sodann die Parabel P und die Gerade g für x gleich Element von minus 2 bis 8 in einen Cosi ein. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm, x von minus 2 bis 10 und y von minus 8 bis 6. Gut, fangen wir mit dem ersten Teil an. Zeige rechnerisch, dass die Parabel diese Gleichung hier hat, also eine allgemeine Form. Dafür müssen wir schauen, was haben wir in der Angabe gegeben. Wir kennen einen Scheitelpunkt und damit ist eigentlich schon klar, was wir brauchen, weil wenn ein Scheitelpunkt gegeben ist, brauchen wir die Scheitelpunktform. Schauen wir in der Formelsammlung nach. Scheitelpunkt haben wir auf Seite 4. Gucken wir mal, ob hier gleich eine passende Form ist. Jawohl, Scheitelpunktform haben wir hier stehen. Y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs in Klammer zum Quadrat plus ys. Das a, den Öffnungsfaktor a, haben wir, nämlich der steht hier in der Parabelgleichung mit drin. Das xs und ys ist unser Scheitelpunkt und mehr brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Also, legen wir los. Y ist gleich a bar minus 0,5. Mal Klammer auf x minus xs, das bedeutet, wir nehmen die Koordinate von Scheitelpunkt und drehen das Vorzeichen um. Also aus plus 3 Scheitelpunkt machen wir ein minus 3. So ist es am einfachsten zu erklären, wie man die x-Koordinate vom Scheitelpunkt einsetzt. Oder einfach, man schreibt da hier das Minus. So, und jetzt einfach stur die x-Koordinate vom Scheitelpunkt dahinter, ist in dem Fall plus 3. So, und zum Schluss kommt da hinten dran die plus 5 vom Scheitelpunkt. Passt. Das müssen wir jetzt umformen. Minus 0,5 mal. Wir haben hier eine binomische Formel drin. X minus 3 zum Quadrat ist die zweite binomische Formel. Die haben wir doch auch irgendwo in der Formelsammlung drin stehen. Ja, jawohl, da kommen sie schon. Nämlich hier a minus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2 mal a mal b mal, plus b Quadrat. Ich sage es immer so, erster zum Quadrat minus 2 mal erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. Erster zum Quadrat bedeutet also x Quadrat minus 2 mal erster mal zweiter. Erster ist x mal zweiter ist die 3. Achtung, dieses Minus von der 3, die haben wir schon, das ist im Prinzip dieses Minus hier, das ganz vorne dran steht. Das haben wir schon verbraucht, deswegen brauchen wir das nicht weiter beachten. Und hinten dran noch zweiter zum Quadrat, 3 Quadrat sind 9. Und zum Schluss noch die plus 5 nicht vergessen. So, nächster Schritt, vereinfachen und gleich die Klammer auflösen. Minus 0,5 mal x² sind minus 0,5x². Minus 2 mal 3 sind 6. Minus 0,5 mal minus 6 sind plus 3. Und noch das x mit dazu. Minus 0,5 mal 9 sind minus 4,5. Plus 5 sind plus 0,5. So, und das ist genau die Form, die wir im Prinzip hier in der Aufgabe schon stehen haben. Genau das muss rauskommen. So, wir sind noch nicht fertig, nämlich nächster Schritt heißt, zeichnen Sie die Parabel und die Gerade g ein. In diesem Bereich muss sie unbedingt eingezeichnet werden. Wenn sie darüber hinaus gezeichnet wird, ist überhaupt kein Problem, aber da muss sie drin stehen. Hier steht dann, wie groß unser Koordinatensystem gezeichnet werden soll. Das machen wir jetzt. Der Einfachheit halber, das Koordinatensystem habe ich schon vorgefertigt. Das ist ja recht schnell zu zeichnen. Na, so sieht es aus, von minus 2 bis 10 auf der x-Richtung, von minus 8 bis plus 6 auf y-Richtung. So, wie zeichnen wir es ein? Kann man den Taschenrechner zur Hilfe nehmen. Gehen wir y ist gleich rein, tippen hier unsere Parabelgleichung ein. Ja, wie groß war jetzt die nochmal? Minus 0,5x² plus 3x plus 0,5. Das muss hier jetzt eingetippt werden. Halt, minus 0,5x². Dann hat man plus 3x plus 0,5. So, dann geht man auf Table
und kann jetzt hier die Werte auslesen. Wir müssen von minus 2 bis 8 einzeichnen, deswegen gehe ich noch zwei Schritte zurück. Und hier habe ich jetzt meine Punktkoordinaten, minus 2, minus 7,5, minus 1, minus 3, 0, 0, 0,5 und so weiter und so fort, bis plus 8. Falls hier die Schrittweite noch nicht stimmt, ausbessern unter Table Settings, kann man hier bei Table Step die Schrittweite anpassen. Gut, zeigen wir es ein. Ich habe meine Punkte hier neben mir stehen, deswegen kann ich die jetzt schön übertragen. Minus 2, minus 7,5, also den ersten haben wir hier. Dann haben wir minus 1 und minus 3. 0 und 0,5. 1 und 3. Dann haben wir 2, 4,5. 3, 5. Kann es sein? Ja, 3, 5. Den habe ich zu niedrig jetzt. So. Was kommt als nächstes? 4, 4,5. Da geht es also schon wieder runter. Ja, bei 3 und 5 haben wir hier oben unseren Scheitelpunkt stehen. Scheitelpunkt geht auch gleichzeitig die Symmetrieachse durch. Also ich kann jetzt die restlichen Zahlen entweder aus dem Taschenrechner ablesen, je nachdem, oder ich mache es über die Symmetrie, dass ich im Prinzip hier den Punkt einfach nach rechts spiegle. So 7 und dann minus 3 und dann brauchen wir noch 8 und minus 7,5. So, hier unten ist er. So, jetzt so schön wie möglich verbinden. Wenn irgendwo Dellen, Hubbel oder sonstige komische Dinge erscheinen, das ist dann ein todsicheres Zeichen, dass man sich irgendwo verzeichnet hat. Aber wenn die nicht auftauchen, dann sollte die Parabel auch stimmen. Ja, war jetzt ein bisschen daneben. So, sind wir noch nicht ganz fertig, weil es fehlt noch die Gerade. Die Gerade steht auch hier oben mit 0, minus 0,25x minus 3. Wir fangen zuerst mit dem y-Achsenabschnitt an. Das ist die Zahl ohne das x mit dran. Das ist der Wert auf der y-Achse, deswegen heißt sie y-Achsenabschnitt, also hier minus 3. Und die Steigung ist minus 0,25, das heißt, ich gehe 1 nach rechts und 0,25 nach unten, weil minus 0,25. Ich kann das auch ein bisschen bündeln, 1 nach rechts und 0,25 nach unten, oder wenn ich 2 nach rechts gehe, gehe ich 0,5 nach unten. So, dann gehe ich nochmal 2 nach rechts und nochmal 0,5 nach unten. Und dann kriege ich geeignete Punkte. Je mehr Punkte ich einzeichne und die voneinander entfernt liegen, desto genauer kann ich jetzt meine Gerade zeichnen. Auch hier aufpassen, dass die wirklich von minus 2 bis 8 durchgezeichnet wird. Jawohl, das ist meine Parabel P, das ist meine Gerade G. Und damit ist die Aufgabe fertig.